So, meine Freunde, dritter Tag, Fibo steht an, nach 4 Stunden Schlaf. Wir waren natürlich gestern nach dem Workout, dann noch haben wir noch uns noch was zu essen gemacht. Sind dann noch als Crystal im Club, da war eine Shape You Party und ich war jetzt um 4 im Bett, dementsprechend kurz vor der Schlaf. Jetzt müssen wir noch fix einen Kaffee holen, schon wieder ein bisschen spät dran, aber der Kaffee muss auf jeden Fall sein, sonst komme ich nachher gar nicht klar. Einfach nur von dem Tag. Mein Hals schmerzt auch und kratzt übelst. Also ich weiß nicht, wie meine Stimme jetzt durchhalten wird. Also ich hoffe mal, morgen zumindest den Tag noch, dass sie nicht komplett abschmiert, wie zum Beispiel bei Ross Dickerson. Da hat die nicht ganz durchgehalten, die ist komplett weg. Jetzt steht noch offen, ob wir vielleicht heute auch noch einen Videodreh haben, dafür uns wieder noch zu mobilisieren. Könnte etwas etwas hart werden, wird sich aber gleich herausstellen und ansonsten gehen wir nachher erstmal schön was essen, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber die Erschöpfung schleicht sich durchs Apartment, mich ja auch nur noch am Chillen hier. Ich glaube, im Gegenzimmer sieht es nicht besonders anders aus. Eugen hat morgen Wettkampf, muss sich auch erholen auf jeden Fall. Und Oskar wieder fleißig am Video schneiden, ne? Ist schon wieder hart am Werk. Ja. Im Kampf gegen die Zeit, immer am Uploaden, ne? Oskar, ich glaube, du hattest heute mit und den härtesten Part bei uns am Stand. Also auf jeden Fall war bei dir ordentlich immer viel los, ne? Also, das hätte ich nicht gedacht. Also es war echt interessant zu sehen. Also ich glaube, das ist halt auch so, die YouTube-Follower sind halt auch wirklich so noch so die treuesten, die dann halt am ehesten noch kommen, weil die, glaube ich, eine größere Bindung zu einem haben, als wenn man jetzt zum Beispiel mit Instagram oder mit Facebook oder sowas vielleicht auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das war krass. Guck ich mal an. Ich schneide gerade das Video. Ryan Terry war gerade vorbeigekommen und so viele Leute stehen da herum um den Stand. Das war mega geil. Ja. Okay, dann will ich dich auch gar nicht weiter stören bei deiner Arbeit. Ja? Nicht, dass irgendwer schneller ist. Wir haben immer noch keine Nachricht. Mal sehen, was sich denn gleich noch tut. So, jetzt alle Jahre wieder Nagoya gelandet. Hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser läuft als letztes Mal. Diesmal sind wir nur zu 6, nehmen wir 20 Leute. Und hoffen wir mal, dass wir diesmal nicht so lange warten müssen und die Bestellung einigermaßen rund läuft bzw. schneller läuft als letztes Mal. Während wir warten, erstmal ein kleiner Obstsalat als Vorspeise. Oder auch Eis. Aber das gehört eher zu Micha. Zum Ende gibt es noch eine ordentliche Eskalation hier. Das wird jetzt noch alles weggehauen von Micha. So, letzter Tag Fibo. Man hört es vielleicht in meiner Stimme. So ganz doll ist nicht. Ich fühle mich auch heute wie in diesem scheiß Schwamm. Also bin ein bisschen aufgequollen. Vielleicht auch vom Sushi gestern. Ich will, glaube ich, auch nicht nochmal ins Nagoya gehen. Weil im Prinzip vielleicht, okay, das Essen ist ganz gut. Aber zum einen kommen die mit ihrem System nicht klar. Ich glaube, also Runde 1 der Bestellung, das Gemüse, das kam ganz zum Ende, nach 2 Stunden oder so. Man sieht nachher einfach gar nicht mehr durch. Wir wurden nicht fertig. Die Bedienung war auch scheiße unfreundlich. Muss man sagen, hat mich auch riesen aufgeregt. Im Endeffekt waren wir ziemlich spät zurück im Hotel. Es war auf jeden Fall deutlich nach 1. Und bis man dann so ins Bett kommt, sich fertig, Bett fertig gemacht hat, wenn man Zähne geputzt hat und so. Keine Ahnung, wie spät es schon war. Auf jeden Fall war die Nacht wieder ziemlich kurz. Und jetzt geht's los. Den letzten Tag nochmal ordentlich durchhauen. Und dann mal gucken, wie lange meine Stimme mitmacht und wie es morgen aussieht. Man sieht mir sicherlich gerade an,
dass ich noch nicht so ganz da bin und dass mein Gesicht noch ein bisschen anders aussieht als normalerweise. So, letzten Tag Vivo, wir einigermaßen am Start jetzt. Die kleine morgendliche Müdigkeit hat sich etwas gelegt. Kommt gerade vom Großstand, hat da die ganze Zeit Bilder gemacht, muss jetzt wieder zurück in die andere Halle, in die Halle über uns. Und dann verbringe ich den restlichen Tag bei Shame You. Und dann geht es nachher auf jeden Fall zurück nach Frankfurt. Und dann schneide ich auf jeden Fall heute Abend auch das Video. Dann war es das auch wieder für die FIBO 2016 dieses Jahr. Bin dann, glaube ich, auch heute Abend ganz froh, wenn ich dann so ein bisschen zur Ruhe komme, ein bisschen was essen kann und dann mal wieder den Alltag zu verändern. Fertig, habe sogar im Auto mal kurz geschlafen, also bin richtig weggepennt, was für mich echt untypisch ist, muss man sagen, weil ich normalerweise gar nicht im Auto pennen kann, aber ich bin einfach nur mega am Arsch. Ich werde jetzt noch fix Video schneiden, das werde ich auf jeden Fall noch erledigen und das Video dann hochladen und dann werde ich vielleicht noch kurz was essen und dann auch noch ein bisschen chillen und dann noch pennen und ich denke mal einmal ordentlich ausschlafen und morgen erst verhältnismäßig spät zur Arbeit. Ich kann spätestens um 9 Uhr auf Arbeit sein, wir haben Gleitzeit. Das werde ich auch auf jeden Fall nutzen, weil die letzten Nächte waren doch sehr kurz gewesen. Ich glaube auch, dass gerade die Formverschlechterung, die heute da war, eine deutliche Formverschlechterung, damit zusammenhängt, dass ich auch den ersten Tag mal einigermaßen normal vom Magen her war. Ich hatte die anderen Tage immer wieder Probleme, dass ich noch weiter Durchfall hatte, mehr oder weniger, muss man so sagen. Die Magenprobleme sich noch nicht ganz reguliert hatten und ich jetzt auch, glaube ich, zu wenig getrunken hatte und sich der Körper, ja, dass ich vielleicht mehr oder weniger etwas dehydriert war und ich mich auch deswegen so vollgesogen habe, weil halt mal alles drin geblieben ist und nicht einfach wieder vom Körper mehr oder weniger ausgeschieden wurde. Das kann ich mir halt auch noch vorstellen mit dem teilweise salzigen, sehr fettigen und sonst was Essen, weil beim Sushi haben wir jetzt auch nicht so ultimativ darauf geachtet, dass wir nur quasi Reis haben und Fisch haben und Fleisch haben, sondern wir haben halt auch teilweise von den Mädels die anderen Sachen nachher noch gegessen, die sie nicht mehr geschafft haben. Und die waren dann auch mal etwas frittiert und ordentlich Sojasauce draufgehauen und sonst was. Meine Stimme, ihr hört es noch, ist noch etwas angeschlagen. Mal sehen, wie es morgen aussieht, aber zumindest ist sie nicht abgeschmiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir sehen uns die Tage wieder zum nächsten Diet Like a Champion Vlog, den ich am Freitag auf jeden Fall abdrehen werde. Und ich hoffe mal, da passt die Form halt auch wieder so, wie sie eigentlich ist.